Hallo, ihr Hübschen. Also, da ich so in einen Dankbarkeitsfluss fließ, Energie bin, möchte ich jetzt einfach nochmal, nicht nochmal, sondern überhaupt, weil ich das sehr wertschätze und, also das, was ich jetzt mich, wo ich mich jetzt für bedanke, ist einfach, ich danke der Polizei, den Rettungsdienst, der Feuerwehr, den Katastrophenschutz, ja, alles, was dahinter steckt, so an Hilfsorganisationen für Naturkatastrophen oder andere, ja, sag mal, Veranstaltungen oder Demos. Denn, Leute, ich schätze das, also ich schätze diese Menschen, die das machen und beruflich sich entschieden haben, diese Arbeit ja, nachzugehen, sehr. Denn erstens habe ich meine Erfahrung gesammelt. Denn mein Wunsch war es mal, RTW zu fahren und ich wollte Rettungsdienst machen. Ja? Und nicht nur Rettungsdienst, sondern überhaupt RTW fahren. Ich wollte also einen Rettungswagen fahren, sozusagen. Ich habe dann aber, nicht aber, sondern ich habe ehrenamtlich Sanitätsausbildungskurs, Lehrgang, wie auch immer, gemacht und bei verschiedenen Veranstaltungen Sanitätsdiensten gemacht, ob es Konzert war oder Fußballspiel oder sonst etwas. Und ich kann sagen, ich kenne mich jetzt aus und ja, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich bin, glaube ich, ein oder zweimal RTW gefahren, also ich meine KTW oder RTW, also sozusagen Rettungswagen. Und ja, habe meine Erfahrung darin gesammelt, meinen Wunsch erfüllt und finde diese Arbeit wirklich zu wertschätzen, erstens, und zweitens auch, weil ich, ich sag mal, ich habe ja meine Erfahrung gesammelt, einiges an Anstrengung. Also das zehrt schon wirklich an Energien und man hat viel zu tun und ja. Und da es jetzt auf Weihnachten und Silvester zugeht und ich immer noch ehrenamtlich bei so, ja, ein, sag ich mal, Verein, kann man das sagen, oder ein, ja, ehrenamtlichen Rettungssanitätsdiensten, Wagen, wie auch immer, noch gemeldet bin und ich, ja, immer hin und wieder die letzten Jahre so angefragt worden bin, wolltest du nicht Silvester Sanitätsdienst machen, also Rettungsdings, ja. Nein, ich habe immer Nein gesagt, weil ich mir immer so den Kopf nicht zerbrochen habe, sondern ein bisschen Respekt davor habe, wie das so abläuft, wenn dann die Böller losgehen und die Knaller und die, ja, wenn sie alle schon ein bisschen angetrunken oder ganz betrunken sind. Und es kann wirklich einiges passieren, Leute. Und nach Erfahrungsberichten von den Kollegen schlucke ich dann nur noch und sage Dankeschön, dass ich zu Hause friedlich in Ruhe und Frieden mein Silvester dann feiern kann. Oder nicht feiern, sondern einfach ins neue Jahr reingehen, starten kann. Weil das ist wirklich manchmal traurig und manchmal einfach nur, ja, wie es halt so ist, es ist so. Und deshalb wollte ich euch einfach, oder nicht euch, sondern diesen Berufszweigen, Polizei und Feuerwehr und RTW, Katastrophenschutz, wie auch immer, ein herzliches Dankeschön dazu sagen. Ja, und ich schätze das sehr, dass ihr das schafft, dass ihr das macht. Egal ob Feiertag oder normaler Tag. Dankeschön dafür und mehr wollte ich auch nicht. Ich danke also. Bis dann, ciao. Und noch eine schöne Zeit und lasst euch nur gut gehen, ne?